Aha, Giftschutz ist bald bei 40%. Ja, es wird knapp, es wird knapp. Und lange ist die Reise nicht mehr. Oder doch, eigentlich schon, die ist noch sehr, sehr lang. Fast 2 Minuten. Ich scanne auch viel zu wenig, fällt mir gerade auf. Da ist Plutonium, aber davon haben wir eigentlich genug. Das ist schon wertvoller. Ist hier irgendwo ein Wächter? Da unten ist einer. Nur kann ich mich noch wehren. Gold. Da können wir sicherlich verkaufen und damit Geld machen. Und was ist das hier? So ein Marker. Dann brauche ich aber Ölbrücke, die habe ich nicht. Aber ich kann sicherlich hiermit was anfangen. Technologie. Strahllaufprall Sigma. Der Phasenstrahler zerstört Raumschiff und Asteroiden ziehen schneller. Okay, ich brauche Chrysolit, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das bekommen soll. Ein Atlaspass habe ich aber nicht. Wird es noch bis zum Ziel? Eine Minute. Na. Ich muss meinen Anzug aufladen, sonst wird das hier nichts. Was habe ich denn dabei zum Aufladen? Kohlenstoff. Ja, das muss reichen. Zink sogar nur. Und hier Kohlenstoff. Gut, also haben wir doch wieder mehr Zeit. Ein neues Wesen oder kenne ich das schon? Das kenne ich noch nicht. Masomea Niplasek. Defensiv und Vegetation. Also Pflanzenfresser. Wir haben 3 von 8 Lebensformen auf dem Planeten gefunden. Okay, die Wächter kann man nicht analysieren. Okay, aber wir bauen jetzt erstmal unseren Hyperraumantrieb. Vielleicht schaffen wir sogar noch in den nächsten Minuten unseren ersten Hyperraumsprung zu machen. Also mich würde es freuen. Das Eisen, kann ich das mitnehmen? Ja, kann ich. Oder auch nicht. Okay, erstmal rein ins Raumschiff.
Gott. Okay, das regnet draußen so schlimm. Okay. Was haben wir denn hier? Kohlenstoff, Plutonium, Plutonium. Herin. Das kann man verkaufen. Das kann man alles. Brauchen wir alles für irgendwelche Arbeiten? Ja gut, da haben wir keinen Platz im Inventar. Schildsplitter. Gut, das kann ich da umsortieren, das sicherlich auch. Ich kann übrigensweise hier die faszinierende Perle umsortieren. Ich kann ihn. Ja, ich kann ihn bauen. Hyperantrieb. Technologie installiert. Jetzt brauchen wir nur noch eine Warpzelle. Woher kriegen wir bitte schon eine Warpzelle? Das regnet ja im Spiel. Ach so, mein Gott. Woher eine Warpzelle bekommen? Weiß ich zufällig, wie man eine herstellt? Ja, Warpzelle. Ich brauche Tamium und Antimaterie. Wo bekomme ich bitte schon Antimaterie her? Ich weiß, der Händler oben hatte was. Vielleicht sollte ich mal hinfliegen und vielleicht ist er noch da. So. An mit dir, du Knüppelkeule. Komm schon, starte. Galle, komm. Ich weiß ja nicht, auch wenn das möglicherweise normal ist, wie das Schiffsfeld ist, hört sich mega ungesund an. Boah, ich habe ein Rad geschlagen, ich will kein Rad schlagen, ich will das mal. So, geht doch. Erstmal, wir brauchen Tamium. Das kriegen wir wohl hierher. Ich glaube, es sollte mittlerweile reichen. Wir müssten ja eine gute Menge davon haben. Okay, wo ist die Raumstation? Ich habe sie vorhin gesehen. Wo ist sie denn jetzt hin? Ach, da haben wir die Markierung und da ist sie ja. 8 Minuten beim normalen Flug. Egal. 5, 4, 3, 2, 1 und dafür. Und. Bremsen! Es ist schwer einzuschätzen. Muss ich mal so sagen. Ich dachte jetzt erst, ich wäre noch näher dran rausgekommen.
ja. Langsam bekomme ich den Dreh raus, wie das hier funktioniert. So, sind wir jetzt im Autopilot? Noch nicht, noch nicht. Jetzt ist der Autopilot an. Boah, ich... Immer noch mega genial, die Szenerie. Aber unser Alien-Händler-Freund ist leider nicht da. Ich kann ja auf dem galaktischen Markt mal gucken. Vielleicht hat der ja was für mich. Aber ich soll immer einen Schluck trinken und bin ich hier... naja. Ach, was ist das denn für ein süßer kleiner Jumper? Aber so klein ist der gar nicht. Wobei er ein bisschen aussieht wie ein Helikopter. Das ist ein verdammt großer Frachter. Ein Ressourcenanalyst. Vielleicht kannst du mir... Ich... Okay. Ich verstehe immer noch kein Wort, was sie sagen. Aber gut, ich kenne ja auch erst zwei... Worte aus ihrer Sprache. Kann ich dir was verkaufen? Ja, ich verkaufe dem Gold. Ist zwar nicht viel, also ist mehr als wir vorher hatten. Das ist schon mal gut. Und dann gucke ich mal, ob du mir Antimaterie verkaufen kannst. Was hast du denn da? Aronium, Karitplatte, dimensionale Matrix, Plutonium, Titan. Ah, du hast Chrysonit, aber teuer. Gengek-Relikt. Energiekanister. Ich kaufe mal welche. Kann nicht schaden, sowas alles aus einer Hand zu haben. Du hast aber leider keine Antimaterie, wie ich so schön sehe. Dann kommen wir nicht weiter ins Geschäft. See ya. Was ist mit dem Kollegen da hinten? Kannst du mir irgendwas anbieten? Navigator Argamek. Auf meinem cooler Hut auf jeden Fall. Was kann ich mir von dir kaufen? Zink, Flüssigkeiten, Heredium, Terumium, ein Vikindolch, Chrysonit, Lemium. Alles schön und gut, aber nichts bei, was ich brauche. Da kommt ein Mars und ein Snickers vorbei. Ja gut, ich glaube, bei dem Mars werden wir hier nicht besuchen. Okay, dann gucken wir erstmal, ob wir auf dem galaktischen Markt irgendwas kaufen können. Ich frage mich, ob es hier noch andere Aliens gibt, aber ich glaube nicht. Aber ich muss sagen, die einen sind auch schon interessant genug. Galaktischer Markt ist gut. Ich will aus dem Handelsnetzwerk kaufen.
Und zwar brauche ich Antimaterie. Das sieht nicht gut aus. Oh nein. Das sieht gar nicht gut aus. Kann ich noch was verkaufen? Und zwar aus dem Raumschiff-Inventar. Sicherlich. Wir haben Iridium dabei. Das bringt schon gut was Geld und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür ich es erstmal brauche. Ich verkaufe jetzt mal alles. Nein, verklickt. Will ich jetzt kaufen? Nein, ich will hier. Von hier will ich verkaufen. Ne, das war mein Anzuginventar. Hier, ich will Iridium verkaufen. Tamium ist schön und gut, aber das brauche ich selber. Kohlenstoffe, bringt nicht viel, ist auch hier nicht guter, kein guter Kurs. Platin. Haben wir sehr viel von, aber ich weiß es nicht, das brauchen wir selber. Iridium. Bringt fast gar nichts, behalten wir selber. Titan ist ja auch schlecht im Kurs. Plutonium hat hier keinen guten Verkaufswert. Ja. Aber keine Antimaterie zu kaufen. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich noch woanders jemanden finde, der mir was verticken kann. Kann ich mit dir handeln? Okay, er mag mich nicht so gerne. Schon wieder kein Wort verstanden. Ach du Kacke. Okay, nichts von dem, was wir, Nein, das... Oh, er hilft uns. Cool. Das Wort für andocken. Praktisch. Gut, 200 Schiffe. Verkäufer, der muss was dabei haben. Bitte, bitte, hab Antimaterie dabei. Okay, wir könnten immer noch kein Wort verstehen. Aber gut, wir können ja nur ein paar sehr unpraktische Worte bis jetzt. Nee. Oder vertue ich mich gerade? Ich muss das Zeug selber herstellen. Können wir noch mehr? Ich bin richtig voll hier. Erstmal gucken, ob nicht irgendwer was. Oh Gott. Irgendwer von denen was anzubieten hat.
Komm, du hast ein großes Schiff, du wirst irgendwas dabei haben. Ja, das ist aber auch ein Monster hier, ey. Was hast du dabei? Sag, ich habe alle dasselbe dabei. Ja, nicht unbedingt genau dasselbe, aber sehr stark dasselbe. Antimaterie! Was? Was? Alter Falter. So viel Geld habe ich nicht. Was kann ich hier noch verkaufen? Ich könnte dir mal ganz gesamten Kohlenstoff für. Ach du Kacke. Die Perle würde was bringen. Die mache ich, verkaufe ich erstmal. Die. Ach, ich verklicke mich immer wieder. Ganz ehrlich, die Perle brauche ich erstmal nicht. Zink lohnt sich nicht. So, was habe ich denn? Ach, ich kann nur auf dem Anzug verkaufen. Okay. Fehlt immer noch Geld. Ne. Hab ich denn im Raumschiff, was ich noch verhandeln könnte? Könnte tatsächlich ein bisschen Plutonium verkaufen. Da kommen wir relativ fix wieder dran. Das steht auf dem Planeten hier rum wie sonst was. Die sind einfach so knuffig gemacht, die Typen. Sag mir bitte, dass du Plutonium kaufen willst. Ach, keinen guten Kurs, aber ich kriege genug Asche von dir. Okay, ein bisschen was einstellen. Weil so viel muss ich mir auch nicht verkaufen. Ich brauche ja nur 50.000 plus minus ein bisschen. So, verkaufen wir immer 400 Stück. Warum jetzt diese Musik? Ich verstehe es nicht. Egal. Jetzt bitte, bitte, bitte. Das tut sowas von weh, aber es muss sein. Das ist alles nur, damit wir einen Hyperraumsprung machen können, oder was? Noch so ein cooles Raumschiff. Noch einer davon. Das haben die aber auch cool gemacht, muss ich aber mal sagen. Dafür, dass es ja eigentlich richtige Indie-Entwickler sind. Ja, okay, das könnte ein bisschen pünktlicher kommen, diese Anzeige. Wahrscheinlich, weil ich so viel Geld ausgegeben habe. Wetten? Wetten? Es liegt am Geld ausgeben? Nee, es liegt daran, dass ich 5000 U gegangen bin. Was immer U sind. Wie wir gerade gesagt haben, U könnte für neues Geschäft. Wir haben 60.000 verdient. Ich wurde gerade auf was hingewiesen, aber das ist nicht ganz so wichtig.
Okay, ich bin bei meinem Raumschiff. Wir können jetzt herstellen. Eine Warpzelle. Mit dieser einen Warpzelle können wir jetzt unseren Hyperraumantrieb aufladen. Es ist genau ein Sprung drin, oder? Ja gut. Wir haben dieses System in meinen Augen erstmal ein bisschen erforscht. Ich würde sagen, wir... Komm, geh an Maschine. Gehen in ein neues System. Nutzen mal unseren Hyperantrieb. Oh. So. Einen neuen Meilenstein mal wieder. Galaktisches Reisen aktiviert. Und ich muss immer sagen, die Geräusche von meinem Raumschiff sind absolut nicht gesund. Aber okay. Schauen wir uns mal die galaktische Karte an.